Hallo Freunde draußen an den Endgeräten und willkommen zum Metal ABC oder Metal und Rock ABC, in dem ich immer kleine lexikalische Begriffe, die in unserer Musikwelt eine Rolle spielen, erläutere, gar nicht groß erkläre, sondern einfach ganz kurz nur irgendwelche Gedanken darüber euch einflöße und hoffe, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, welche Begrifflichkeiten ich denn noch machen kann. Ich habe zwar schon einige, aber es wäre auch immer nett, das ein oder andere von euch zu hören oder was ihr zu dem, was ich gerade gesagt habe, zu sagen habt. Würde mich freuen, ab in die Kommentare. Es soll ganz kurz sein, Metal ABC, eben nicht von A bis Z. Das ist ganz, ganz willkürlich und es kommt mit Sicherheit auch nicht jeder Buchstabe vor. Und manche Buchstaben kommen öfter vor. Heute H. H wie Headbanging. Und dazu lese ich euch mal, was die Wikipedia dazu sagt, lese ich euch heute mal vor. Und zwar, Headbanging ist eine Tanzform, die hauptsächlich von Metal, seltener auch von Hardrock, Punk und Dubstep-Fans praktiziert wird. Das mit dem Dubstep war mir wirklich neu. Beim Headbanging wird der Kopf im Takt der Musik schnell vor- und rückwärts, seitwärts im Kreis oder in Achterform bewegt. Die Unendlichkeit ist nahe. Das steht da jetzt nicht, das habe ich jetzt einfach nur dazu erfunden. Headbanging soll erstmals bei einem Konzert von Led Zeppelin im Jahre 1968 vorgekommen sein, als Fans in der ersten Reihe damit begannen, ihren Kopf ekstatisch im Rhythmus der Musik auf den Bühnenrand zu schlagen. Oh, ich kann nicht mehr. Das ist ja wunderbar. Und dann ist ja auch, kommt, wird auch das Headbanging, weil sonst ist es ja nur Headweaving, ne? Du weavst oder Hairweaving wird es dann heißen. Hairweaving, aber warum heißt es Headbanging? Wo musst du denn deinen, du musst dann dein Head irgendwo hinbangen, damit es Headbanging wird? Wir werden ja auch oft Headbanger genannt, weil wir irgendwie total in Ekstase irgendwie an eine Laterne, ne? Das ist ja, das ist Headbanging. Das sieht nicht schön aus, es tut uns auch irgendwie unserem Look und unserem Image gar nicht gut, dass wir Leute wären, die unseren Kopf ekstatisch auf den Bühnenrand kloppen. Und hier die Gesundheitsrisiken, die gibt es natürlich auch. Hier Nackenschädigung, Schlaganfälle und eine Vielzahl anderer Risiken, die sich dann später alle als falsch herausgestellt haben. Aber abgesehen davon sind chronische Hirnblutungen bei mehreren Patienten auf häufiges Headbanging zurückzuführen. Also Headbanging, mehr Leben gefährlich. Aber wenn ihr tanzt, Tanz ist gefährlich, man sagt, der Tanz ist gesund. Wenn Headbanging ein Tanz ist, ist Tanzen ergo nicht wirklich gesund. Und natürlich können wir gar nicht anders. Ja? Wir haben dieses Nackenzucken und wir haben auch permanente Verspannungen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich seit den 80er Jahren auch nur ein einziges Mal nicht verspannt war und meine Nackenmuskulatur irgendwie schön ölig und geschmeidig war. Das wird auch nie wieder kommen, weil ich einfach nicht nur auf dem Konzert, ja, ich schlage meinen Kopf nicht gegen die Bühne und so weiter, aber ich renne die ganze Zeit so rum. Ja, das lässt sich nicht mehr los und ich glaube, wenn ich noch älter werde, ich meine, ich bin jetzt schon Mitte 50, bin, nein, ich bin kein Boomer. Ich bin ein Postboomer. Aber das gilt bei mir auch nicht, weil ich bin ein Mensch, der hat ein Peter Pan-Syndrom, ein sogenanntes Peter Pan-Syndrom. Ich werde niemals erwachsen. Ich bin Lullipopulli. Ich bin verantwortungslos und bin all das, was man mit 16 ist. Und mit 16 geblieben ist ich irgendwie so. Aber das hat mit Headbanging nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Begrifflichkeit, die jetzt hier gar nichts zu tun hat. Headbanging. Ihr alle tut es. Natürlich sieht das schön aus mit diesem voluminösen Haar. Das Haar, von nachdem sich Frauen sehnen, hier im Kreis zu wippeln und zu zippeln. Und ja, auch da ist mittlerweile, ich sage das ja fast in jedem Video, die Begrifflichkeit immer, man muss heute nicht mehr lange Haare haben, um Head zu bängen, aber es sieht natürlich am besten aus. Es sieht irgendwie idiotisch aus wie ein Glatzkopf. Das sieht dann irgendwie, ja, es sieht dann aus wie ein Bauarbeiter, der seinen Frosch vergessen hat, mit dem er die Erde einstampft und das Ganze selber übernehmen will. Das ist Headbanging. So, ganz kurz, ich habe es unter 5 Minuten geschafft. Und ja, wir sehen uns in der nächsten ABC-Terminus-Liste. Bis dahin, gehabt euch wohl.